Du hast eine geniale Idee für eine coole Tagestour, eine weite Wanderung oder einen richtig schnellen Lauf, aber du weißt einfach nicht, welchen Rucksack du brauchst, dann solltest du dir dieses Video hier jetzt nicht entgehen lassen. Hallo, mein Name ist Sebastian von der Alpen Academy, deinem Bergsportratgeber, Touren- und Tipps-Kanal. Falls du dir noch nicht sicher bist, welche Features dein nächster Rucksack haben sollte, dann möchte ich dir den ersten Teil meiner Rucksackreihe empfehlen. Da kannst du dir nämlich ansehen, welche Features es ganz genau gibt bei welchen Rucksäcken und welche für dich sinnvoll sind. Fangen wir mit der kleinsten Kategorie von Rucksäcken an, den Trailrunning-Rucksäcken. Sie sind wahrscheinlich am besten zu beschreiben mit den Worten aufs Beste reduziert, denn ausrüstungstechnisch haben sie von den Features her nicht viel zu bieten. Sie sind nämlich darauf ausgelegt, möglichst leicht zu sein und möglichst klein zu sein. In der Regel 6 bis 8 Liter. Bezüglich der Trinkmöglichkeiten gibt es zwei verschiedene Varianten. Einerseits gibt es Trailrunning-Rucksäcke mit Trinkblasensystem, das heißt hinten im Rucksack drin und mit Schlauch nach vorne. Oder manchmal gibt es aber auch Halterungen hier vorne an der Brust für Trinkflaschen. Bei 6 bis 8 Liter muss man schon ganz genau wissen, was man mitnehmen möchte. Denn mit ein bisschen Trinken, einem Riegel, einem Erste-Hilfe-Kit und einem Nässeschutz ist der Rucksack in der Regel schon voll. Daher ist die Anwendergruppe für diese Rucksackart relativ speziell. Er ist für längere Touren, selbst für normale Tagestouren, in der Regel nicht geeignet, wenn man nicht sehr sparsam unterwegs sein möchte und ist wirklich nur fürs Laufen im Gebirge oder eben auch fürs Laufen auf der normalen Strecke gedacht. Kommen wir zur Rucksackart Nummer 2, den Tagestour-Rucksäcken. Sie sind in der Regel zwischen 20 und 35 Liter groß und bieten viele Zusatzfeatures, mit denen man verschiedene Sachen machen kann. Dazu gibt es aber schon ein eigenes Video auf meinem Kanal. Durch die vielen Features zahlt es sich aus, wenn man den Rucksack auf seine Bedürfnisse ganz genau abstimmt und weiß, was man in der nächsten Tour vielleicht so mitbraucht oder vorhat. Vor allen Dingen sollte man aber darauf achten, dass der Rucksack nicht viel zu groß oder viel zu klein ist, denn entweder man hat einen leeren Rucksack mit, was nicht sehr ergonomisch ist, und die andere Möglichkeit ist, dass man einen vollen Rucksack hat und nicht alles reinbringt, was man gerne würde. Es gibt viele gängige Marken im Bereich der Tagestouren-Rucksäcken. Dazu zählen zum Beispiel Osprey, Ottovox, Lowe Alpine, Deuter, Expat und viele, viele mehr, bei denen ihr euch bedienen könnt. Im Prinzip machen sie alle viel richtig und nur wenig falsch. Kommen wir zur dritten Art, es ist eigentlich mehr eine Subart des Tagestour-Rucksacks, nämlich der Skitouren-Rucksack. Der Skitourenrucksack bietet, wie der Tagesrucksack, manche Features und ermöglicht es euch somit, das Board hinten zu befestigen, die Ski an der Seite zu befestigen, einen Helm und einen Pickel irgendwo unterzubringen. Das ist super, weil genau das könnt ihr auf Skitouren alles brauchen. Ein großer Unterschied zum Tagestourenrucksack ist das Notfallfach. Viele Hersteller bieten euch beim Skitourenrucksack ein Notfallfach, bei dem ihr die Schaufel, die Sonde und das LVS-Gerät verstauen könnt. Im Ernstfall wisst ihr immer, wo ihr suchen müsst und müsst nicht den ganzen Rucksack ausräumen. Dadurch spart ihr Zeit und das kann euch im Zweifelsfall ein Leben retten. Übrigens könnt ihr den Skitourenrucksack natürlich auch im Sommer verwenden. Das heißt, das Notfallfach wird einfach umfunktioniert für euren Regenschutz oder eure Snacks. Die nächste Rucksackart ist Rucksackart Nummer 4, der Kletterrucksack. Der Kletterrucksack ist kein richtiger Allrounder. Prinzipiell ist es schon möglich, ihn für Tagestouren einzusetzen, aber sein Spezialgebiet ist der Fels. Denn er ist eigentlich sehr leicht und sehr abgespeckt. Sein Ziel ist es, möglichst nicht im Weg zu sein, wenn man sich bewegt, und außerdem keine Befestigungen und Schlaufen an der Außenseite zu haben, um somit während dem Klettern nicht an Karabinern oder am Fels hängen zu bleiben. Das wird nämlich richtig lästig mit einem normalen Tagestourenrucksack. Außerdem zeichnet sich der Kletterrucksack eben dadurch aus, dass er keinen Deckel besitzt, keine Trinkflaschenfächer an den Seiten oder sonst irgendwelche Schlaufen und Bänder zur Befestigung. Und außerdem bei einem richtig guten Kletterrucksack achtet ihr darauf, dass ihr den Hüftgurt abnehmen könnt oder vielleicht am besten auch schon gar keiner dabei ist. Warum? Ganz einfach, der Klettergurt verläuft genau da, wo in der Regel der Hüftgurt verläuft. Das heißt, im Zweifelsfall ist der Rucksack dann im Weg und ich komme nicht vernünftig an meine Materialschlaufen dran. Das ist nervig. Kleiner Einschub noch zum Thema Klettern. Es gibt sogenannte Hallbags, wirklich nur für Spezialisten gedacht, denn diese Dinge eignen sich dafür, robust über den Fels getragen zu werden.
Vor allem eignet sich das im Bereich Big Walls, vielleicht auch wirklich lange Mehrseillängentouren. Da kann nämlich die ganze Nahrung, irgendwelches anderes Gepäck oder zusätzliche Dinge verstaut werden und die werden dann über einen Flaschenzug nachgezogen. Diese Haulbags sind in der Regel wirklich groß, zwischen 70 und 90 Liter, damit eben viel reinpasst und sie sind richtige Arbeitstiere. Ergonomisch zu tragen sind sie in der Regel nicht, denn sie sind wirklich darauf ausgelegt, viel auszuhalten und je mehr Material man außen dran hat, desto schlechter wird der Rucksack in der Regel auch funktionieren. Deswegen sehr simpel und wirklich nur für einen Spezialfall gedacht. Kommen wir zur letzten großen Rucksackart, nämlich Rucksackart Nummer 5, den Trekking-Rucksäcken. Das ist ein Riesenkapitel, aber ich werde es versuchen, so gut es geht, runterzustutzen. Der Trekking-Rucksack ist im Allgemeinen für hohes Gewicht konzipiert. Das bedeutet, dass die Rückenplatte verstärkt sein sollte, damit eben das Gewicht nicht den Rucksack beschädigen kann. Die Schulter- und Hüftgurte sind in der Regel sehr gut gepolstert und es gibt viele Zusatzfeatures bei einem Rucksack dieser Größe. Denn meistens ist er zwischen 40 und 90 Liter groß. Das bedeutet, er ist ein echtes Schwergewicht unter den Rucksäcken. Also das beachten, falls ihr euch einen Trekking-Rucksack zulegen wollt. Auszeichnen wird sich dein Trekking-Rucksack vor allem dadurch, dass er coole Features mitbringt, wie einen integrierten Regenschutz oder beispielsweise die Möglichkeit, den Deckel abzunehmen und als kleine Toiletttasche zu verwenden oder auch so Dinge wie, dass es eine Frontloader-Möglichkeit gibt, sodass ihr einen coolen Einstieg in euren Rucksack habt, um an große sperrige Gegenstände weiter unten zu kommen. Leider ist der Trekking-Rucksack keine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, er bringt natürlich auch einige Nachteile mit. Erstens, er ist groß und sperrig. Wohin damit, wenn man ihn gerade nicht braucht und nervt er nicht vielleicht doch, wenn man ihn die ganze Zeit umhat? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist das Gewicht. Denn das Leergewicht ist in der Regel deutlich höher als bei Tagestourenrucksäcken. Manche Trekking-Rucksäcke, wenn sie richtig komfortabel sind, wiegen das Doppelte von einem Tagestourenrucksack. Der dritte große Nachteil ist die Gewichtsverlagerung, denn der Tagestour-Rucksack ist so konzipiert, dass es möglichst gut belüftet ist und so weiter. Der Nachteil beim Trekking-Rucksack ist, dass die Rückenplatte sehr gerade und steif ist und damit am Rücken anliegt. Belüftung? Kein Thema, denn Belüftung findet einfach nicht statt. Das heißt, bei 40 Grad wird es richtig schwitzig und richtig ekelhaft. Da gibt es leider aber auch gar keine andere Lösung, denn wenn wir das Gewicht weg vom Rücken bringen, dann bringen wir es weiter nach hinten, sodass es uns nach hinten zieht. Das ist nicht ergonomisch und über die Zeit einfach unangenehm. Deswegen sollte das Gewicht immer möglichst nah beim Rücken sein. Das heißt, die Tatsache, dass der Trekking-Rucksack die Rückenplatte nah am Rücken hat, ist irgendwo leider auch logisch. Manche Rucksackhersteller bieten euch auch das coole Zusatzfeature des Bodenfachs. Das bedeutet, dass ihr im Bereich des Bodens ein extra Fach habt, das ihr öffnen könnt und von daher einen Schlafsack zum Beispiel reinpacken könnt oder eine kleine Isomatte oder den Biwaksack. Sachen, die ihr erst am Ende des Tages braucht. Das bedeutet, dass ihr oben im Hauptfach eigentlich nur den Kleinkram habt, den ihr über den Tag vielleicht mal brauchen könntet. Und sobald der Tag zu Ende geht, wird das Bodenfach geöffnet und es kann losgehen. Aber andere Hersteller beispielsweise setzen dann eben wieder auf die Frontloader-Methode. Dazu zählt zum Beispiel Lowe Alpine. Die sind eher ein Fan des Frontloaders, weil man da eben auf alles zugreifen kann, wenn man den Rucksack hinlegt. Theoretisch kann man natürlich alles kombinieren. Das heißt, man kann einen Trekking-Rucksack auf die Tagestour mitnehmen, einen Trailrunning-Rucksack auf die Tagestour und den Kletterrucksack sowieso für alles verwenden. Das hängt aber ganz davon ab, was ihr mitnehmen möchtet. Denn wenn ihr auf einer Tagestour sehr viel Equipment braucht, dann wäre manchmal ein Trekking-Rucksack vielleicht gar nicht so schlecht. Und manchmal, wenn ihr ultra-light unterwegs seid, dann ist der Trailrunning-Rucksack für manche Tagestouren einfach der bessere. Tagestourenrucksäcke sind eben so die Allround-Waffen, die man eigentlich überall hin mitnehmen kann, aber eben nicht alles perfekt können. Eins kann ich dir versprechen, wenn du dir einen Rucksack zulegst, dann wird er meistens nicht alleine bleiben. Du wirst dir über die Zeit viele Rucksäcke zulegen, denn für jede Art von Tour, die du vorhast, wenn es um eine Weitwanderung geht, um einen schnellen Lauf oder ums Klettern, dann wirst du nach einer Zeit einfach merken, dass jede Rucksackkategorie für sich perfekt konzipiert ist. Aber ich möchte dir bezüglich der Features auf jeden Fall nochmal nahelegen, dass du dir mein erstes Video anschaust, denn da kannst du für dich selbst am besten entscheiden, welche Features du an einem Rucksack brauchen kannst und welche eigentlich nicht. Ob du eher der Ultralight-Typ bist oder derjenige, der auf jede Tagestour einen Trekking-Rucksack mitnimmt, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber ich werde in Zukunft Packvideos machen, bei denen du siehst, wie man welchen Rucksack packen kann, um eben trotzdem effizient unterwegs zu sein. Denn extra schwer wollen wir eigentlich alle gemeinsam nicht sein.
Natürlich waren das jetzt viele Informationen zum Thema Rucksack. Aber jetzt weißt du ganz genau, welchen Rucksack du bei deiner nächsten Tour brauchst und findest dich im Rucksackdschungel perfekt zurecht. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, wenn du mich abonnierst, um eben keine Inhalte mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video kannst du dich auf meinem Kanal umsehen, da findest du noch viele weitere Videos zum Thema Bergsport. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Bergheil!